Herzlich willkommen bei Vivoterra hier und jetzt. Wie Krankheit entsteht. Die meisten Menschen glauben, wenn sie ein Symptom spüren, dass sie krank sind. In Wirklichkeit erfüllt der Körper nur seine Aufgabe. Die Aufgabe des Körpers ist es, uns zu signalisieren, dass etwas nicht mehr im Gleichgewicht ist. Symptome haben die gleiche Funktion wie bei einem technischen Gerät die Warnlampen. Wenn bei einem Auto die Ölanzeige leuchtet, ist nicht das Auto krank, sondern es signalisiert, dass wir zu wenig Öl im Getriebe haben. Wir müssen also nur wieder Öl nachfüllen und die Lampe löscht schon selber wieder. Wenn wir jedoch die Signallampe weiter ignorieren oder sogar vom Stromnetz abtrennen, wird das Getriebe Schaden erleiden. Genauso ist es mit den Symptomen im Körper. Die Seele signalisiert dem Körper, dass in unserer Lebenshaltung ein Ungleichgewicht besteht, das wir wieder ausgleichen sollten. Wenn wir diese hilfreichen Warnsignale der Seele einfach ignorieren oder mit Medikamenten das Nervensystem unterdrücken, so dass wir keine Symptome mehr empfangen können, ja, dann werden wir tatsächlich krank werden. Die Symptome sind also keine Krankheit, sondern sie zeigen uns, dass die Kommunikation von Seele zu Körper und umgekehrt richtig funktioniert und das Ungleichgewicht rechtzeitig signalisiert. Es gibt eine klare Reihenfolge, wie Krankheit entsteht. Jede Krankheit hat ihre Ursache in der Seele oder Psyche, in unserem Bewusstsein. Erst wenn die Signale der Seele oder Psyche unseres Bewusstseins nicht richtig interpretiert werden, verlagern sie sich in den Körper. Sprichwort Psychosomatik. Psycho und Soma, der Körper. Um diese natürliche und gesunde Kommunikation zu unterbrechen, hat die Matrix-Medizin, auch Schulmedizin genannt, für jedes Symptom einen Krankheitsnamen erfunden. Und gleichzeitig für jede dieser Krankheiten auch gleich ein Medikament dazu entwickelt. Wir sollten die Symptome nicht selber therapieren, sondern das unbedingt Experten, den Ärzten der Pharmaindustrie überlassen. Denn die Ärzte haben in einer langen Ausbildung alle diese Krankheitsnamen studiert und kennen auch die passenden Symptombehandlungen oder Medikamente dazu. Wir Menschen jedoch haben einen eigenen Naturarzt, Seele genannt, der diese Warnsignale, Symptome genannt, besser und richtiger versteht und mit der eigenen Naturapotheke, sogenannte Selbstheilung, ausgleichen kann. Alles, was wir erleben, sind Botschaften oder Symptome. Der Körper sendet ununterbrochen Botschaften an die Seele und die Seele sendet ununterbrochen Botschaften an den Körper. Das ganze Leben sendet ununterbrochen Botschaften an uns, um uns zu signalisieren, welche Schritte notwendig sind, damit wir uns im richtigen Tempo, im richtigen Rhythmus und richtig entwickeln können und auf dem richtigen Lebensweg bleiben können. Wir müssen nur wieder lernen, diese Botschaften richtig zu verstehen, dass wir wissen und dann wissen wir immer, was wir tun müssen, um in Harmonie mit der Natur und in Harmonie mit dem Leben zu sein. Die Frage ist, wie kann ich erkennen und verstehen, was die Botschaft mir sagen will? Wir können natürlich unzählige Bücher kaufen und alles lesen, was in diesen Büchern geschrieben ist. Aber dann sind wir nur Phonographen und haben es auswendig gelernt, ohne wirklich tief zu verstehen. Wir können es aber auch selber lernen, wenn wir uns folgende Frage stellen und beantworten. Welches Symptom habe ich gerade? Definition des Symptoms, auch Diagnose, also Durchblick genannt. Welche Warnlampe leuchtet auf? An welchem Körperteil treten die Symptome auf und welche Funktion hat dieser Körperteil? Und wenn ich dieses Ungleichgewicht korrigiere, geschieht ein weiteres Wunder. Die Symptome verschwinden, ohne dass sie therapiert werden müssen. Die Symptome sind nicht die Krankheiten. Im Gegenteil, sie zeigen uns, dass wir noch nicht krank sind und noch richtig funktionieren und uns rechtzeitig auf die Fehler und Mängel aufmerksam machen. Und wenn ich betone Krankheiten, dann tue ich das bewusst, weil es gibt nicht, wie Schopenhauer das sagte, Krankheiten,
und nur eine Gesundheit. Nein, es gibt die Gesundheit, Singular, und die Krankheit, Singular, und nicht die Krankheiten und die Gesundheiten. Wenn wir in der Balance sind, sind wir gesund. Egal, wenn wir dann nach links oder nach rechts, egal in welche Himmelsrichtung, ausschlagen und wir weg vom Gleichgewicht sind, dann sind wir in der Krankheit. Aber nicht die Gesundheiten und die Krankheiten. Also, die meisten Menschen glauben, wenn sie ein Symptom spüren, sie hätten eine Krankheit. Das glauben die meisten Menschen, weil sie das seit Geburt in ihrem Matrix-Gefängnis von den Ärzten und der Pharmaindustrie so gelernt haben. Via Medien natürlich, also Marionettenmedien. Genau darum haben die Genannten ja für jedes Symptom einen Krankheitsnamen erfunden. Im Gegenteil, der Körper sendet nur eine Botschaft, was wir korrigieren sollten. Und das ist gesund. Und wenn die Symptome Schmerzen senden, ist das schon die zweite Warnstufe. Wir haben die erste, noch schmerzfreie Signallampe ignoriert und hören jetzt das Getriebe knarren. Jetzt müssen wir die Symptome beachten. Selbst diese Warnstufe mit Schmerzen ist noch liebevoll vom großen Geist. Wir müssen also nichts korrigieren. Wir dürfen alles korrigieren. Gesund werden, das ist kein Müssen. Gesund werden ist ein Dürfen, genauso wie krank werden auch kein Müssen ist, sondern ein Dürfen. Sehr wichtig, wir müssen also nichts korrigieren. Wir dürfen alles korrigieren. Erst wenn wir auch diese Warnstufe ignoriert oder weiter mit chemischen Medikamenten unterdrücken, erst dann werden die Symptome zur Krankheit. Genauso, wenn wir diese Symptome direkt als Krankheit verstehen und sie mit chemischen Medikamenten wegtherapieren, dann werden die Symptome zur Krankheit. Der Auslöser von Krankheit sind Viren, Bakterien, Entzündungen und so weiter. Aber die Ursache sind immer ein Fehler in unserem Denken. Und wenn ich sage Viren, mache ich hier eine Klammer auf, weil es sehr wichtig ist in dieser Zeit. Viren sind keine Lebewesen. Viren sind sogenannte Exosomen. Exosome sind ausgeschiedenes Zellwasser, das von einer Zelle an die Zellumgebung abgegeben werden. Die Exosomen beinhalten unter anderem Nukleinsäuren und Proteine in wechselnder Zusammensetzung und dienen als Transportvehikel, um die Ausschleusung von Zellbestandteilen auszuführen. Darüber hinaus dienen sie der zellulären Kommunikation. Es gibt also keine ansteckenden Viren. Das ist unser Bewusstsein, was das macht. Noch eine kleine Klammer auf. Das ist dasselbe, wie wenn du Raucher bist und auf den Zigarettenpackungen immer liest, Rauchen tötet, Rauchen gibt dir Lungenkrebs, diabetische Füße. Vielleicht kommen die diabetischen Füße auch nicht davon, wenn wir wissen, dass nur 2% der Raucher an Lungenkrebs erkranken und 98% die Leute, die Lungenkrebs haben, sogenannte Niemalsraucher sind. Also bitteschön. Genau. Und diese Bilder auf diesen Verpackungen, das sind sogenannte Furchtappelle, so werden die offiziell genannt. Ja? In Wirklichkeit sind es aber nicht Furchtappelle, sondern sogenannte in Wirklichkeit Schadensverstärker. Ja. Also. Und genauso ist es hier auch. Der Auslöser von Krankheit sind Viren, Bakterien, Entzündungen. Und das ist eben wichtig zu wissen, es gibt diese Viren in dieser Form so nicht, sondern eben Viren kannst du ersetzen mit Giften, Körpergifte, die ausgeleitet werden müssen. Krankheiten werden nicht durch Erreger oder böse Gene ausgelöst. Vorgänge, die wir immer noch und fälschlicherweise als eigenständige Krankheiten ansehen, werden durch Ereignisse ausgelöst, wie zum Beispiel eine Corona-Diagnose, die den betroffenen Menschen unerwartet essentiell betreffen und ihn tatsächlich oder gefühlt von seinem Umfeld isolieren. Das ist es, was ihn krank macht. Anhand von tausendfachen dokumentierten Erkenntnissen wurde eindeutig bewiesen, dass es das angenommene und behauptete eigenständige Böse in der Natur, im Körper und im Leben nicht gibt. Biologie kann weder gut noch böse sein. Biologie wertet nicht. Der Organismus verhält sich immer so, dass er auch in einer Extremsituation ein Überleben möglich macht. Hierfür werden meist die Funktionen der betroffenen Organe gesteigert. Reicht das nicht, um aus der existenzbedrohenden Situation zu entkommen, wird entweder der Gewebeaufbau oder Abbau gesteigert
um damit das Leben an die lebensbedrohliche Situation anzupassen. Das wird von der Schulmedizin jeweils als eine eigenständige Krankheit angesehen, die angeblich durch Defekte, böse Gene, schlechte Immunfunktionen, Infektionen oder eine Kombination daraus ausgelöst wird. Das stimmt natürlich nicht. Wird das auslösende Trauma tatsächlich aufgelöst oder gelingt es dem Menschen, seine Beziehung dazu zu ändern, sodass er darüber wieder lächeln kann? Versucht der Organismus anschließend den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen. Das ist die Homöostase. Das Immunsystem ist nur ein Unterbereich der Homöostase. Also überschüssiges Gewebe wird wieder abgebaut oder abgebautes Gewebe wieder aufgebaut. Diese Vorgänge werden von der Schulmedizin wiederum als eine Krankheit angesehen und folglich wieder wird geglaubt, dass diese Krankheit durch einen anderen Defekt, eine Infektion etc. ausgelöst wurde. Das ist ein Teufelskreis. Die Lehre der Schulmedizin ist primär die Lehre von der Unterdrückung von Symptomen durch Substanzen. Dieses Denken wiederum wird darum als voneinander unabhängig und als jeweils eigenständige Krankheit fehlgedeutet. Wir sollten Krankheit nicht als eigenständig anschauen, sondern wir sollten Krankheit oder Symptome nicht gleich als Krankheit anschauen, sondern als Warnsignale und Warnlampen. Und solange wir diese Symptome haben, bedeutet das, unser Körper funktioniert richtig. Und solange wir diese Warnlampen und Warnsignale ernst nehmen und dann auch reagieren, dann funktioniert das auch mit dem Gesundwerden wieder. Alles Gute, bleibt im Frieden und bis zum nächsten Hier und Jetzt. Die Injologie ist von unschätzbarem Wert für alle Menschen, die sich mit Gesundheit, Bewusstsein und den Naturgesetzen befassen. Die Injologie ist ein magischer Kompass, um die Naturgesetze und die Ordnung im Universum zu verstehen. Dieses umfassende Buch ist bezüglich der vollständigen und praxisorientierten Darstellung der detaillierten Lehre von Yin und Yang ein einzigartiges Werk.